Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Gibt man einmal in einer bekannten Suchmaschine das Wort Bildungskatastrophe ein, fällt mir gerade ein, wenn ich Sie angucke, Herr Gehring, dann erhält man innerhalb von 0,21 Sekunden ungefähr 34.600 Ergebnisse. Das Thema scheint also die Öffentlichkeit zu bewegen. Dabei ist der Begriff gar nicht neu. Bereits 1964 prägte der linke Pädagoge Georg Picht die sogenannte Bildungskatastrophe. Er tat es natürlich mit einem gewissen Alarmismus, um die Politik vor sich herzutreiben und zu Reformen anzuleiten, ähnlich wie das heute auch die Macher der PISA-Studie versuchen. Meine Damen und Herren, Georg Picht hatte Unrecht, denn im Vergleich zu heute waren die 60er Jahre geradezu ein Bildungsparadies. Denn damals beherrschte sogar noch ein Hauptschüler den Dreisatz. Heute können das schon viele Gymnasiasten nicht mehr, meine Damen und Herren. Wenn wir nun auf die Studie gucken, müssen wir feststellen, ist ja teilweise schon genannt worden, in Mathematik liegt Singapur 100 Punkte vor Deutschland, was einen Vorsprung von mehreren Lernjahren entspricht. Auch in Deutsch und Naturwissenschaften sind die Leistungen bei uns dramatisch eingebrochen. Die große Frage ist nun, wie ist das zu erklären? Zum einen, das kam auch heute Morgen ja zur Sprache im Ausschuss, war es ein großer Fehler, während der Corona-Pandemie die Schulen über Monate zu schließen. In kaum einem anderen Land waren sie so lange zu wie bei uns in Deutschland. Wir haben davor gewarnt. Und inzwischen wissen wir, dass diese Schulschließungen inklusive des Maskentragens vollkommen nutzlos waren. Schöne Grüße an Herrn Lauterbach und seine schlechten Berater. Sie haben die Zeit der Schulschließungen aber auch offenbar nutzen wollen, um den Beweis zu erbringen, dass sich der Präsenzunterricht auch weitgehend durch Digitalisierung ersetzen ließe. Nun, meine Damen und Herren, wenn das ein Feldversuch gewesen sein sollte, dann sind Sie damit krachend gescheitert. Denn in manchen Fächern, Herr Gehring, in manchen Fächern wussten die Schüler nach dem berühmten Online-Unterricht nach der Pandemie sogar weniger als vorher. Und das ist doch wohl ein großes Armutszeugnis für Ihre erbärmlichen Versuche mit der Digitalisierung. Während andere Länder übrigens, das Hohe Lied wurde ja heute ja wieder gesungen, während andere Länder wie Schweden oder Dänemark, lesen Sie doch mal die Zeitung, gerade die Tablets wieder aus dem Unterricht verbannen und sich, man höre und staune, auf das Kulturgut Buch besinnen, planen Sie aus ökonomischen und nicht wirklich aus pädagogischen Gründen einen Digitalpakt 2.0. Lieber Kollege Kaczmarek, lieber Herr Jastrzębski, Sie sind ja offenbar auch dafür. Bitte verschonen Sie die Kinder und unsere Schulen damit. Wir haben noch nicht mal den Digitalpakt 1.0 verdaut. Auch die zweite Hauptursache für das Bildungsdesaster beruht auf politischen Fehlentscheidungen. Wir haben es auch schon gehört. Zwischen den Jahren 2012 und 2022, also innerhalb der PISA-Spanne, hat sich bei uns der Anteil der Kinder, der Schüler mit Migrationshintergrund nahezu verdoppelt. Er liegt jetzt bei 26%. Und meine Damen und Herren, da muss ich zur CDU rübergucken. Das war auch leider ein Verdienst in Anführungszeichen Ihrer Kanzlerin 2015 folgende, die Grenzöffnung. Das war auch eine schwere Hypothek für unser Bildungswesen, an der wir heute noch zu knabbern haben, meine Damen und Herren. Josef Kraus, er war 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, hat erst kürzlich in einem Aufsatz darauf hingewiesen, dass ab einem Anteil von 20 bis etwa 30% mit Kindern mit Migrationshintergrund das Niveau einer Klasse oder einer ganzen Schule dramatisch daniedersinkt. Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen muss, es kommt auch darauf an, aus welchen Ländern die Schüler kommen. Mädchen aus Osteuropa, Jungs aus Japan oder Korea sind in der Regel nicht das Problem. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen es einmal offen aussprechen. Problematisch sind Herkunftsländer wie Afghanistan, Palästina, Syrien und auch die Türkei. Diese Schüler scheitern überproportional häufig in unserem Bildungssystem. Und das sind Fakten, Herr Gehring, da brauchen Sie gar nicht zu lachen. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Fakten vorurteilsfrei zu benennen und ohne gleich mit der Rassismuskeule in Richtung AfD zu schwingen, dann darüber zu sprechen, dann werden wir unser Bildungssystem auch nicht vor dem weiteren Niedergang bewahren, meine Damen und Herren. Denn es kommt ja erschwerend hinzu, dass die meisten Schüler aus diesen Herkunftsländern auch noch ein ungünstiges sozioökonomisches Profil mit sich bringen,
wie es in der PISA-Studie verklausuliert heißt. Nun, ich übersetze das mal. Es sind Schüler, die auch in ihren Herkunftsländern zu den unteren bildungsfernen Schichten gehören. Und es ist geradezu naiv zu glauben, dass sie innerhalb kürzester Zeit bei uns die Fachkräfte darstellen könnten, die wir so dringend brauchen. Sie machen die dümmste Einwanderung der ganzen Politik der ganzen Welt. Zu anderen Ländern kommen die Spitzenkräfte. Bei uns wandern sie ab. So wird das nichts mit der Bildungswende. Wir brauchen eine Bildungswende und Migrationswende um 180 Grad, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das Wort hat Katrin Schau für die SPD-Fraktion.